Dankeschön, sehr geehrte Herr Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Staatssekretärin, Hohes Haus, sehr geehrte Steuerzahler. Die Kriegskommission hat großartige Arbeit geleistet. Der Prüfbericht zeigt das rot-schwarze Totalversagen schonungslos auf, genauso wie die unverzeihlichen Fehler der ÖNB, der FMA und der Finanzprokuratur. Wir machen aber den allergrößten Fehler, wenn wir diesen Untersuchungsbericht jetzt nur als Faktenbericht über das Dilemma der Hypogroup Alpe Adria betrachten. Denn er ist weit mehr als das. Der Bericht ist das Sittenbild der österreichischen Politik und der Machtstrukturen in diesem Land. Auf vornehme und sachliche Art wird Kritik am großkoalitionären System geübt, das sich wie eine Krake in alle Lebensbereiche über das ganze Land ausgebreitet hat und in alle wichtigen Bereiche der Gesellschaft eingedrungen ist. Das arrogante Selbstverständnis der beiden Regierungsparteien erklärt auch ihre Reaktionen in den letzten Tagen. Die wirklich Verantwortlichen wurden bislang noch nicht vor den Vorhang geholt und der Begriff Verantwortung scheint zu einer reinen Worthülse verkommen zu sein. Offenbar ist es bedeutungslos, wenn man sich dieses Land erst einmal unter den Nagel gerissen hat. Und wenn neue Parteien auftreten, die dieses Machtgefüge möglicherweise stören könnten, dann wirken die systemrelevanten Medien dieses Landes zusammen, um diese Parteien zu demontieren. Die Neos werden in wochenlangen Diskussionen um Cannabis demontiert. Einer der erfolgreichsten Unternehmer dieses Landes, Frank Stronach, wird respektlos angeschüttet. Und sogar mir unterstellt die Tochterzeitung einer systemrelevanten Bank, irgendwelche absurden Beträge auszudealen. Alles erstunken und erlogen. Ich gebe zu, ich war ziemlich naiv, nach 12 Jahren Kanada ein ganz anderes Österreich geglaubt zu haben. Ein Österreich der vielen fleißigen Bürger und Unternehmer, die Weltleistungen erbringen. Aber das SPÖ-ÖVP-Österreich, das ich jetzt kennengelernt habe, reflektiert sich nicht und kennt keine politische Verantwortung. Im Zweifel wird gelogen in der Hoffnung, dass der Bürger aufgrund der Komplexität der Sachverhalte völlig den Überblick verlieren. Aber jetzt liegen die Fakten am Tisch. Es gibt einen Hoffnungsschimmer für dieses Land und für eine verbesserte Demokratie. Ich spreche jetzt vor allem die Oppositionsparteien an, aber auch die vernünftigen Leute in den Regierungsparteien, dass wir über alle ideologischen Grenzen hinweg einen Schulterschluss schaffen, um diese ausgediente Dinosaurierpolitik der obersten Machterhalter auszuhebeln. In Wirklichkeit zeigt der Kriegsbericht und vor allem auch, wie damit jetzt umgegangen wird, die demokratiepolitische Bankrotterklärung unseres Landes auf. Er beweist nicht nur die Unfähigkeit der handelnden Personen, sondern er liefert auch Indizien dafür, dass es den Koalitionspartnern, insbesondere der SPÖ, vor allem darum ging und geht, Jörg Haider zum alleinigen Hyposchuldigen zu machen, egal zu welchem Preis. Die Untersuchungskommission stellt unzweifelhaft fest, dem Bund kann nicht zugebilligt werden, dass er seine Entscheidungen als Alleineigentümer der Hypo zum Wohle der Bank und der Allgemeinheit getroffen hat. Das sitzt. Ein Großteil des Milliardenschadens geht also nicht auf das Konto von Haider, sondern auf das der dilettantisch agierenden Regierung. Die Einzeltätertheorie hat endgültig ausgedient. Man hat sich von den Bayern gnadenlos über den Tisch ziehen lassen, hat die sogenannte Notverstaatlichung als alternativlos dargestellt. Nur damit das Budget besser aussieht, wurde eine saubere Lösung jahrelang verschleppt. Hat die Regierung etwa den Österreichern Milliarden Euro umgehängt, nur um endlich dem Haider etwas umhängen zu können? Oder ging es darum, gewisse Gläubiger zu schützen? Ich stelle diese Frage bei jeder Gelegenheit und habe bis heute noch keine Antwort auf die wahrscheinlich allerwichtigste Frage in diesem Zusammenhang bekommen. Wer waren die Gläubiger im Zeitpunkt der Verstaatlichung? Wer wurde hier wirklich gerettet?
auf Kosten der Steuerzahler. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um die systemrelevanten Banken unseres Landes handelt. Aber, sehr geehrte Aufsicht, lassen Sie uns nicht spekulieren, sondern sagen Sie uns einfach, wer waren die größten Gläubiger im Zeitpunkt der Notverstaatlichung, damit die Steuerzahler wenigstens wissen, für wen sie jetzt bluten müssen. Was auch ganz klar aus dem Kriegsbericht hervorgeht, ist, dass von allen Fehlern, die gemacht wurden, die Verstaatlichung der allergrößte Fehler war. Der Hauptschaden für die österreichischen Steuerzahler entstand durch die Verstaatlichung und nach der Verstaatlichung. Und Herr Bundeskanzler, Sie waren mittendrin. Alles geschah in jener Nacht in enger Abstimmung mit Ihrem Büro. Und ich hoffe, Sie werden wohl nicht Milliarden Steuergeld geopfert haben, um der Haider FPÖ endgültig den Gar auszumachen. Wenn das Aufstreben dieser Partei und somit Ihre Entscheidung dafür, möglicherweise Milliarden aufzuwenden, um denen den Gar auszumachen, dann sollten wir vielleicht die Wähler befragen. Natürlich hat Haider Fehler gemacht. Er hat gemeinsam mit allen vier im Landtag vertretenen Parteien die Landeshaftung wider jeder Logik und Hausverstand völlig aufgeblasen. Die Hypo-Banken arbeiten übrigens seit Jahrzehnten mit teils atemberaubenden Landeshaftungen unter roten und schwarzen Landeshauptleuten. Und was Kärnten anlangt, der Expansionskurs in den Südosten, der wurde in den 90er Jahren begonnen unter dem schwarzen Landeshauptmann Zernato mit seinem roten Stellvertreter. Die Grundsatzentscheidung, in diese Märkte zu gehen, wurde damals gefällt. Dann wurde ein ehemaliger Raiffeisenmanager geholt und die Expansionsstrategie unter Landeshauptmann Haider munter weiterentwickelt. Das Instrument der Landeshaftungen für Anleihen mit Risikoaufschlag ist im Übrigen an sich völlig absurd. Kulturer ging ins Gefängnis für Put-Optionen, die besichert waren und in Wirklichkeit für die Investoren überhaupt kein Risiko darstellten. Und im Fall Hypo Alpe Adria vergibt man Anleihen, die Landeshaftungen haben. Das heißt, wiederum besteht für die Investoren überhaupt kein Risiko, aber den erhöhten Zinsaufschlag bekommt man sehr wohl. Was ist das überhaupt für ein Instrument? Wo war denn da die Aufsicht? Jedenfalls war sie offenbar halb blind, genauso wie bei ihrem Urteil Not Distressed. Noch blinder waren damals allerdings Herr Bröll, Herr Schieder mit Kanzler Faymann. Wie kann man auf jede Gewährleistung verzichten? Noch dazu, wo das Gesamtrisikovolumen der Bayern LB zwischen 6 und 8,2 Milliarden Euro lag, was die Verhandlungsposition Österreichs ungemein gestärkt hätte. Es gibt kein krasseres Beispiel, warum unser Land nicht von lauter Berufspolitikern geführt werden darf. Glauben Sie ernsthaft, irgendwer mit einer Spur von Wirtschaftskompetenz würde so einen Deal abschließen, ohne Strategie, ohne ausreichenden Informationsstand, ohne die Entwicklung von Alternativszenarien, ohne Zuziehung von Gesellschafts- und Insolvenzrechtlern, ohne Due Diligence? Von allen verhängnisvollen Einzelschritten war die Verstaatlichung der gravierendste überhaupt. Und was die Zeit nach der Verstaatlichung angeht, da ging es genauso dilettantisch weiter. Die Entscheidung, eine Bad Bank zu schaffen, wurde um Jahre hinausgezögert, um nur ja nicht das Budget zu belasten. In Wirklichkeit galt es, eine Wahl zu gewinnen. Und es ging überhaupt nicht, Herr Matznetter, um die verteuerten Refinanzierungskosten, wie Sie am Sonntag im Zentrum gesagt haben. Sie können eine Zeit lang die Wähler hineinlegen, aber sicher nicht die Finanzmärkte. Das war längst eingepreist. Sie schmettern sich nur selber an und die Wähler. Bundeskanzler Faymann, Notenbank-Gouverneur Nowotny, Raiffeisenmann Bröll, Abgeordnete Frau Vector, werden Sie das alles unbeschadet überstehen? Wenn ja, dann ist es wohl auch das Verdienst mancher Medien, denn viele sind auch Teil des rot-schwarzen Machterhaltungssystems. Und die vierte Gewalt, also die Kontrollfunktion, üben sie aufgrund ihrer Eigentümerverhältnisse und wirtschaftlichen Abhängigkeiten oft nicht zureichend. Aus- und Machtpolitiker können unter ihrem Schutz weiter scham- und folgenlos agieren. Es geht hier um wesentlich mehr als um den Hypo-Skandal. Es geht um unser Land und um unser demokratisches System.
wenn es hier eine politische Kaste geben kann, die selbst wenn es noch so fahrlässig, verantwortungslos oder gar kriminell ist, nicht zur Verantwortung gezogen wird, während der steuerzahlende Bürger mit immer neuen Gesetzen und Vorschriften gegängelt und selbst für Bagatellen bestraft wird, ist das Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung und Politik schwer gestört. Sämtliche Akteure aus dem Land Kärnten, der Bundesregierung, Abschlussprüfer, ÖNB und Bankenaufsicht sind zur Verantwortung zu ziehen. Der Filz hierzulande hat ausgedient. Danke. Applaus